Herzlich willkommen zu einem neuen Video, wieder hier am Loft. Wieder mit dem Bruder am Start hier. Vordere Bremse in Ordnung, vordere Bremse bremst, hintere Bremse Probleme. Es eskaliert eh. Aha. 1,37. 1,37. So eine Maschine. Oh. Okay, das ist jetzt wild. Alter, warum? Was hast du denn da? Das letzte Mal für dieses Jahr auf dem Weg nach Oschersleben. Korrekt. Wir fahren nach Oschersleben zum Gym Moto Masters Finale. Ja. Super, wir fahren aber nicht mit. Wir fahren nur das Training. Aber der Micha fährt mit. 1000er Gaststart zu machen. Nein. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit. Bis nächstes Jahr vielleicht. Mal gucken. Nein, wir fahren mit. Wir fahren morgen und übermorgen. Ich glaube, das Finale ist übermorgen. Ja. Und haben jetzt hier gepackt bei bestem Wetter. Ey, das ist grandios. Letzte Woche hat es komplett geschüttet. Und jetzt sollen wir 30 Grad kriegen. Ja. Das sieht aus wie immer. Diesmal wieder ganz wichtig. Box 10 Schild ist am Start. Eine Sache ist anders. BMW ist am Start. Genau. Da sieht es aber anders aus. Der Daniel hat die 959 eingepackt. Der aktiviert. Und keine V2, eine SP2, keine SP2. Bin gespannt, ey. Ich bin auch gespannt. Sind wir alle gespannt? Ich glaube, wir sind alle mega drauf gespannt, weil die 959 ja noch von der Technik definitiv älter ist. Ja. Und auch Blipper nachgerüstet. Ja. Ist halt echt nett. Was ab und zu mal nicht funktioniert hat, was dann super ärgerlich ist. Mal gucken. Aber ich denke, zum Saisonabschluss ist das nochmal ganz cool. Und ich glaube auch zum Ausrollen ist das mal ganz cool. Einfach nochmal ein bisschen back to the roots, so ein bisschen kleinerer Hubraum, weniger Leistung. Und ich glaube, das ist ganz interessant. Bin ich sehr gespannt, was du sagst. Bei mir ist gleich, ich habe nur einen neuen Reifen hinten drauf, einen frischen Service gemacht und dann rennt die Bude hoffentlich weiter. Letztes Mal hat das Vorderrad super gedreht, Bremse hat mega funktioniert. Und wenn das genauso funktionieren würde, wäre ich schon tatsächlich mega froh. Ansonsten, wir haben keinen Sonntag, es gibt keine Müsli-Brötchen. Es gibt keine Müsli-Brötchen, die gibt es nur am Wochenende. Schlaft gleich die Shell-Tankstelle. Genau. Laden hat offen, wir haben gepackt, aber es ist ruhig, der Jürgen ist drin, der hält die Stellung und ja, wir dürfen jetzt bei 30 Grad bestem Wetter erstmal hier aus NRW raus, Stau 5000 würde ich sagen. Ah. Und dann kommen wir irgendwann heute Nacht in Oschersleben an, der Micha wird wahrscheinlich schon früher da sein. Ah, voll. Ja, aber ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal was zu essen, oder? Oh, ja, Mann. Los geht's. Ist es dunkel? Oh, ja, wir sind da und wir haben gerade aufgebaut, wir sind sofort zur technischen Abnahme gefahren. Und was gibt's direkt wieder? Es wird wieder gesoffen hier. Da, dann, es ist, das passt einfach so ins Bild. Micha, weißt du, der Arme, der muss mitsaufen, ich jetzt auch. Ja. Sauf. Alles so offen. Fängt das hier an. Tschüss. Das ist Radler. Du musst mehr pinkeln als alles andere. Prost. Wir sind fertig mit Aufbauen. Wir haben Technikcheck hinter uns. Mit Helm, mit Moped. Es wurde bemängelt, dass meine Felge dreckig ist. Und Daniel, sein Motorrad, ich versuche das nochmal wiederzugeben. Ist das also sehr gepflegt oder ist das neu? Und es sieht nach Ordnung aus. Oh. Es sieht auch nach Ordnung. Ich will mal direkt eine Sache klarstellen. Ne? Im letzten Video, wer dem sein Video gesehen hat, hat herausgehört, dass ich unordentlich bin und ich immer für die Unordnung zuständig bin. Jetzt fangen wir an. Wir haben hier eine gelbe Linie. Das ist der Kürbelsbereich und das ist der Ordnungsbereich, wo der Daniel schon seine Sachen abstellt. Ich wette, du schiebst morgen so ein paar Sachen zu mir einfach. Für morgen, ich komme in der Nacht hier hin und mache erstmal Chaos, schmeiß alles um und so. Oh. Ja, so sieht das hier aus. Wir sind gar nicht so voll. Dem Michi, sein Bike ist hier am Start. Daniel mit der 959, muss man einfach sagen, wunderschöne 959. Boah, das Ding ist so, so schön. Ja, 100%. Das müssen wir mal von hier gucken. Boah, Wahnsinn. Geil. Ist zurück. V02, vorne, hinten. Von Anfang des Jahres noch. Fertig gemacht. Bin ich mal gespannt. Ist ja letztes Mal SC1 gefahren. Ich fahre wieder vorne SC1, hinten V02. Und ansonsten haben wir das Moped so gelassen. Vorderrad dreht super. Bremsdruck ist auch immer noch klasse. Da habe ich auch tatsächlich nichts dran verändert. Die hat einen frischen Service gekriegt, hat einen neuen Hinterreifen bekommen und vorne fahre ich noch den Reifen vom letzten Event. Bin ich mal gespannt. Ansonsten, Michi, letzte Woche leider beim Training einen kleinen Abflug gehabt.
Ist aber nichts Wildes gewesen, das hat er schon soweit repariert. Und der Michi, oh, der hat schon seine Kupplung auf Druck. Michi, Kupplung auf Druck? Ja, Ducati-Krankheit, ne? Nicht die Bremse? Nee, da ist Kupplung. Kupplung. Wahnsinn, krass. Die letzten im Jahr, die lassen wir einfach ruhig angeben, die ich letztes Jahr ausgeschüttet habe. Moment, ich habe mal ein T-Shirt dabei. Es eskaliert eh. Es eskaliert eh. Ich mach mal auf, guck mal. Ihr seht schon sehen. Oder doch nicht. Vorführeffekt. Vorführeffekt. Krass. Wusste ich auch nicht, dass da immer Luft drin ist. Aber wer sein Moped kennt, weiß, was es braucht. Ansonsten, Michi, Freitag, Gaststadt, German Moto Masters. Bist du ready? Nervös. Nervös. Boah, wäre ich auch, ey. Wenn das da losgeht, ja, ne, und die ganzen Motoren gehen an und boah, Wahnsinn. Also morgen nochmal trainieren. Wie ist das mit dem Qualifying? Genau, Qualifying ist morgen Nachmittag, glaube ich, Zeittraining. Und ja, gucken wir mal. Krass. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben bestes Wetter. Morgen sollen es 29, 30 Grad werden. Boah, mega. Geil. Gibt wieder Schwitzerei. Besser Schwitzerei wie Regen. Lederkombis sind auch am Start. Die sind am Laden. Ey, wir werden immer besser, ne? Geil. Sprit haben wir auch schon geholt. Ey, wir haben alles durch. Das heißt, das Restaurant schließt um 10 Uhr. Wir gehen essen, oder? Geil. Wir gehen essen. Dann gehen wir pennen. Dann sehen wir uns morgen früh. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder soweit. Sagenhaftes Wetter. Gerade noch ein Pulli an. Es ist nicht kalt, es ist nur ein bisschen frisch. Der wird gleich auf jeden Fall verschwinden. Es wird heute super warm werden. Wir werden 30 Grad haben. Und ja, Uhrzeit kann ich gerade nicht lesen. Die Sonne blendet, glücklicherweise. Der Hafenegger hat da vorne schon seine R1-Armee aufgestellt. So langsam kommt hier ein bisschen Leben in die Bude. Die Jungs sitzen schon da vorne, machen einen Kaffee fertig. Mopeds stehen bereit. Micha hat heute Morgen schön die Reifenwärmer reingeschmissen. Da probieren wir gleich mal einen Reifendruck. Dreht auch alles frei. Echt sehr, sehr cool. Ansonsten haben wir gestern noch alles aufgebaut. Heute versuchen wir hier schwer Ordnung zu halten. Und der Flo hat einen neuen Helm. X-Lite. Denselben, den ich auch vorher hatte. Da hat der Lukas nochmal ordentlich foliert, wie alles andere mittlerweile. Und ja, Reifendruck müssen wir gleich nochmal eben checken. Da bin ich gespannt, was da noch drin ist. Vorne habe ich seit dem letzten Event gar nicht angefasst. Kombis laden. Warum auch immer, der eine grün, der andere blau. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie wäre man nicht schlau aus den Dingern. Und sonst? Alles beim Alten. Vielleicht gibt es Fahrerbesprechung. 7.45 Uhr. Wir haben gerade 7.25 Uhr. Und ich glaube, danach geht es auch schon direkt los. Wir sind wir sind in der vierten Gruppe, weil die haben ja hier dieses German Moto Masters Finale. Da ist die erste Gruppe die 1000 Kubik Racer Gruppe und die zweite Gruppe die 750 Kubik Racer-Gruppe. Die dritte Gruppe ist dann die eigentliche erste Gruppe und die vierte Gruppe ist die zweite Gruppe. Da bin ich mal gespannt, was da heute los ist. Ich denke mal schon, dass hier heute viele schnelle Leute dabei sein werden. Deswegen sind wir in der zweiten Gruppe, denke ich, erstmal auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Und dann bin ich auf jeden Fall riesig gespannt. Ich freue mich, hab Bock, Wetter ist perfekt und jetzt geht's zur Fahrerbesprechung. Es geht los. Die ersten fahren raus, sind hier bei Hafenegger im ersten Stint, ist ein Warm-Up-Stint, es sind nur 15 Minuten. Wir sind als nächstes dran, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ich habe jetzt gerade noch mal eben
Fußrasten. Ich habe die Fußrasten hier nochmal einen hochgesetzt, weil ich denke, dass ich mit einem bisschen spitzeren Kniewinkel ein bisschen besser klarkomme. Das würde ich ganz gerne einmal probieren. Und musste gerade noch eben, hier vorne ist noch der Kleber, das vordere Pedal ein- zurücksetzen. Da bin ich mal gespannt. Ich bin vorher immer relativ gerade mit den Beinen gefahren. Ich habe die Hoffnung, dass mir das ein bisschen hilft, wenn ich ein bisschen die Beine mehr angewinkelt habe. Deswegen testen wir das jetzt mal. Wie gesagt, einen neuen Helm haben wir am Start, den testen wir jetzt auch. Ich habe soweit alles fertig gemacht, ich ziehe mich jetzt um. Dann geht das los. So sieht das hier aus. Das Wetter ist so gut, ne? Wahnsinn, auf geht's. We'll be right back.
war die erste Runde. Das war voller als erwartet. Boah, krass, wir sind losgefahren, haben gleich einen riesen Pulk vor uns gehabt. Tausenderklasse German Moto Masters, da bin ich gespannt, da wird wild jetzt. Ein riesen Pulk vor uns gehabt und auch tatsächlich echt sehr langsam. Am Anfang rausgefahren, du denkst dann irgendwann natürlich an deine Reifen und dann fährst du ein bisschen schneller und bremst. Dann habe ich einmal kurz, hat die Bremse einmal nachgelassen, also ist ein bisschen weicher geworden. Hab ein schlechtes Gefühl gehabt, bin einmal durch die Box gefahren und hab die nochmal nachgestellt. Und dann ging es eigentlich, bin dann aber wieder rausgefahren und bin die ganze Zeit so langsam gefahren, dass ich dachte, okay, vielleicht sind die Reifen gar nicht richtig warm. Ah, schwieriges Thema. Einfach nicht reingekommen, an den Leuten nicht vorbeigefahren. Aber ist okay, für den ersten Stint ist das vollkommen in Ordnung. Wir wollen das hier ganz ruhig machen. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal an, wie die Jungs fahren. Bei der 1000er Klasse German Moto Masters. Interessant. Bin ich jemandem hinterhergefahren und habe sie noch einmal am Startziel am Ende überholt, aber ich habe einen Pump im Arm irgendwie. Und dann bin ich rausgefahren, fahre raus, gucke auf den Laptimer. PB gefahren, 1.38.3. Ich verstehe die Welt nicht. Ich habe gedacht, der Laptimer wäre kaputt.
weil ich mich eigentlich gar nicht danach gefühlt habe, als wenn das schneller gewesen wäre. Ich muss euch das mal hier am Boden zeigen, die tropfen hier alles voll. Hey Leute, alles noch in rein, Junge. Fängst du an, Magnesium zu trinken? 1,383. Das ist interessant. Ich habe eigentlich meiner Meinung nach nicht eine freie Runde gehabt. Ich habe überholt. Schikane bin ich nicht so flott gefahren, wie ich sie sonst gefahren bin im letzten Training. Und auch im Shell-S bin ich der Meinung, ich bin nicht so wie sonst gefahren. Und deswegen verstehe ich das gerade noch nicht. Ich freue mich natürlich riesig. Neue PB. Aber das ist auch interessant. Ich bin einmal aus der Schikane raus und habe dann ein bisschen schräg abgehoben halt, ne? Und habe dann auch Lenkerflattern beim Reinfahren bekommen, bin dann fast links über die Wiese gefahren. Und ich habe tatsächlich viel mit Wheelies zu kämpfen gerade. Gerade beim Überholen geht das Ding hoch und ich komme nicht dran vorbei. Ey, du stinkst halt so hart, dass die Motte sogar nicht wegkommt. Wenigstens die Motte mag ich. Hier werde ich nur noch gemobbt. Wenigstens die Motte mag ich. Die Motte nicht mehr. Und ich muss das jetzt erstmal so ein bisschen verarbeiten. Wie gesagt, beim Überholen auf der Geraden habe ich Probleme, weil sie steigt. Ich denke mal, ich muss ein bisschen Gewicht auf die Rasten bringen. Da muss ich mich noch ein bisschen an die Sitzposition gewöhnen. Aber ansonsten, glaube ich, hat das Rausbeschleunigen gut funktioniert. Und ich bin gespannt. Ich muss erstmal hier ausziehen, Magnesium trinken und klarkommen. 1,383. Vordere Bremse in Ordnung, vordere Bremse bremst, hintere Bremse Probleme. Wer hat Bremsenprobleme? Der Flo, Junge. Oh Mann, ey. Da. Da. Irgendwas ist mit dem Gelenk nicht in Ordnung. Ich habe es gerade gemerkt beim Heizdecken drauf machen, dass sich das Rad rückwärts nicht sauber dreht. Da klemmen irgendwie die Belege, ich weiß nicht warum. Oh, die Startnummer 133 Florian Schmand, einmal zur Anmeldung. Ich muss einmal nach vorne. So. Gibt einen neuen Sticker. Das ist zu schnell für die Gruppe darunter. War halt für mich auch so ein bisschen, ich hätte halt einfach nicht damit gerechnet, dass das passiert. Ja, jetzt probieren wir das. Eigentlich wollten wir das vermeiden, weil ich glaube, dass das eine super wilde Veranstaltung ist. Aber auf der anderen Seite sind halt auch tatsächlich super viele, die langsam sind. Und jetzt habe ich super viele, die zu schnell sind. Klasse. Das ist jetzt mal rausgenommen. Das ist dieses Blech. Das ist gebrochen. Das sitzt eigentlich hier drin und hält die Belege oben. Und das ist natürlich ein Teil, wo ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht nicht jeder als Reserve dabei hat. Oh, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, weil ja, schade. Das wäre natürlich ein Problem. Hinterradbremse nutze ich nicht, überhaupt nicht. Aber ich denke, es sollte technisch in Ordnung sein, bevor sich irgendwas verhakt oder was auch immer. Das wäre natürlich sehr uncool. Wir gucken jetzt mal. Wir marschieren jetzt durchs Fahrerlager und gucken, ob irgendjemand einen Teil für uns hat. Mittlerweile ist die Mittagspause schon vorbei und wir haben schon gegessen. Und das Motorrad ist auch schon wieder zusammengebaut. Ich habe die Bleche leider immer noch hier. Die sitzen aber hier vorne, vor den Bremsbelägen. Die habe ich jetzt rausgeholt. Die Belege sitzen etwas lose, aber es blockiert nichts mehr. Es ist alles feste und die Belege können eigentlich so auch nicht weg. Die Bleche sind dafür da, dass die Belege nicht, dass sie ein bisschen weniger Spiel haben. Und wie gesagt, die Bremse hinten, ich benutze sie nicht. Von daher würde ich das jetzt mal fahren und probieren. Wir sind jetzt um 12.40 Uhr dran. Wie gesagt, eine Gruppe hochgekommen. Ich fahre jetzt zusammen mit Micha raus. Und da bin ich mal gespannt, wie wild die Nummer da wird. Einzeln ist wie gesagt ausgefallen. Aber wir machen das erstmal ganz ruhig. Wir gucken uns jetzt erstmal die Gruppe an und dann bin ich mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen cooler läuft, weil diese ganze Überholerei nicht am Start ist. Ja, hab ich Bock.
anders gekommen als gedacht. Ich bin nicht mehr Michi rausgefahren, weil der Michi, der ist nämlich auch eine Gruppe größer, höher gerutscht, weil er ja das German Moto Masters mitfährt in der Top 750 Klasse. Deswegen bin ich alleine raus. Normalerweise hätten wir einen 25-Minuten-Stint gehabt, aber da war vorher ein Unfall. Und wir hatten in der Gruppe vorher, war rot. Und dann war vorne die Strecke gesperrt. Wir haben aber trotzdem noch, ich weiß gar nicht, ob 10 oder 15 Minuten fahren können. War super. Jetzt wie so immer nach der langen Mittagspause ist das alles so ein bisschen Konzentrationsding. Und die Konzentration lässt ein bisschen nach. Aber sonst habe ich mich gut gefühlt. Ich glaube, ich habe das, was ich mir vorgenommen habe, war ein bisschen besser, die Scheitelpunkte zu treffen. Und das habe ich auch. Und ich glaube, dass das mich schon einiges nach vorne bringt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt gerade eine 39 gefahren. Ich habe nach wie vor das Problem, dass auf Startziel und auf die Gegengerade, dass sie vorne hochgeht und ich nur ganz smooth ans Gas gehen muss. Damit sie nicht hochgeht, weil ich der Meinung bin, ich verliere sonst Geschwindigkeit. Das muss ich noch ein bisschen ausklügeln. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich relativ gut gefühlt. Ich musste dann hinten nochmal Reifendruck aufbauen, auffüllen, weil wir recht lange standen und ich war nur noch bei 1,36. Bin aber jetzt, also habe auf 1,5 aufgefüllt und bin aber jetzt mit 1,8 hinten und 2,52 vorne reingekommen. Was natürlich nicht optimal ist, das ist viel zu viel. Ich habe es jetzt nochmal heiß abgelassen. Hinten auf 1,5, vorne auf 2,35 und ich werde es jetzt einfach so lassen und genauso rausfahren. Die ersten zwei Runden vielleicht nicht auf Anschlag fahren, dann baut sich nochmal Druck auf und dann denke ich, sollte das soweit passen. Die Jungs geben da vorne schon wieder mega kräftig Gas. Ich glaube, danach ist der Micha dran. Wir gucken uns das Ganze mal an. Jetzt muss ich erstmal hier aus dem Leder raus, ein bisschen abtrocknen und dann geht das weiter. Letzter Stint für heute ist dran. Wir fahren nur 5 Stints. Der letzte waren 25 Minuten, hat ja nicht funktioniert, weil rote Flagge war. Jetzt schaut es aber ganz gut aus. Wir fahren gerade noch. Und in 3 Minuten bin ich dran. 25 Minuten, wir haben gerade nochmal einen Sprit voll gemacht. Ich denke mal, das werde ich nicht schaffen, aber ich fahre so lange, wie ich kann und dann schauen wir mal.
Das ist interessant. Boah, jetzt muss ich erstmal setzen. Das ist auch warm, ja, aber gut rausgekommen, freie Fahrt gehabt. Ich bin so fertig. Erstmal bin ich gefahren, 1,37,4. Hab mich aber sehr gut gefühlt und bin noch weitergefahren. Und hab das nochmal unterboten mit 1,37,2. Das ist interessant, weil ja eigentlich nach oben hin einfach die Zeiten so viel schwerer werden aufzuholen. Ich bin halt so happy, aber ich bin auch einfach voll im Arsch. Krass. Ich weiß aber, woran es gelegen hat. Das hat tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen was mit Linie zu tun und mit Rausfeuern und Vertrauen zum Motorrad zu tun. Hast in einem Stint jetzt noch zweimal besser gefahren. Ich hätte tatsächlich gedacht, es würde auch noch was gehen. Aber ich hatte diese 1,37,4 gefahren, bin dann weitergefahren, bin auf Startziel, bin super drüber gekommen, hab mir gedacht, komm, die Runde fährst du nochmal durch und danach nimmst du die Runde zum Rausfahren. Und genau die Runde ist dann nochmal Bestzeit geworden. Und ich kann das nicht. Ich kann nicht noch das zweite Mal fahren und sagen, komm, noch eine Runde, noch eine Runde. Dann geht's in die Hose. Man ärgert sich natürlich, jammern auf hohem Niveau so ein bisschen. Ey, es hätte auch eine 36 werden können. Aber ich habe heute über 3 Sekunden PB rausgeholt. Und 46. Wow. Erste Stint heute waren 46. Das waren fast 10 Sekunden. Das ist interessant. Ich muss mich jetzt erstmal ausziehen und dann müssen wir nachher mal ein bisschen zusammenfassen, was hier heute passiert ist. Viele Faktoren. Linie, Reifendruck, Vertrauen. Keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal, mir läuft das, hier tropft alles runter. Ich muss mich jetzt erstmal sammeln und dann müssen wir gleich mal zusammenfassen. Der Michi ist jetzt noch einmal am Start. Der Michi fährt noch einmal raus. Sein letztes Qualifying für German Moto Masters und ich bin sehr gespannt. Aber das für heute war's und wir fassen das gleich noch auf jeden Fall einmal zusammen. Da sind wir wieder. Sonnenuntergang in Oschersleben heißt, der erste Tag ist vorbei. Wilder Tag, musste ich erstmal verarbeiten. Wir sind jetzt gerade auch hier und räumen auf, halten ein bisschen Ordnung. Alter, warum? Was hast du denn da? Was hast du denn da? Das verstehe ich nicht. Wir haben den Laptop aufgeschlagen und wollen uns gleich auf jeden Fall noch ein paar Onboards von heute angucken und das Ganze einmal verarbeiten. Ist ganz interessant, wir haben uns gerade auch viel drüber gesprochen. Warum ist das so gekommen und warum ist das passiert? Nach dem letzten Training hat man sich natürlich super viele Gedanken gemacht und hat überlegt, wie das Ganze funktioniert hat, was man verbessern kann. Ich hatte im letzten Video gesagt, ich hatte viele Sachen, wo ich besser geworden bin, wo ich aber alte Kurven vernachlässigt habe und schlechter geworden bin. Und das Ganze habe ich eigentlich ein bisschen kombiniert und bin meine Linie besser gefahren. Ich bin mehr über die Curbs gefahren mit dem Knie. Ich habe spitzer reingeschnitten und das hat tatsächlich echt sehr gut funktioniert. Und ist eine 1,37,2 oder 3 geworden, ich weiß es gar nicht. Und ich bin eigentlich mega happy darüber. Wahnsinn. Ich denke, es gibt das ein oder andere Ding, wo immer noch ein bisschen Luft ist. Ich habe nun wieder Probleme mit Wheelies auf Startziel und auf der Gegengerade. Ich habe hier die Fußrasten umgesetzt, sprich einen höher und einen nach hinten. Komme ich super gut mit klar. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel bringt, aber vom Sitzen her macht das echt mega viel aus. Das ist krass. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich mich hinsetze, wenn ich halt auf Startziel oder auf eine Gegengerade beschleunige, dass ich nicht mehr hochkomme. Reifen ist super. Auch ein interessantes Thema. Morgen soll gutes Wetter werden, das heißt, es gibt einen zweiten Tag. Man kann noch mal ein bisschen fahren. Wenn ich den ersten Stint fahre, muss ich... Ich fahre mit 1,5 zum Beispiel hinten raus. Dann komme ich rein und lasse Druck ab. Im zweiten Stint muss ich wieder Druck ablassen und im dritten Stint passt er dann tatsächlich. Ist dann eine lange Pause zwischen, fahre ich mit viel zu wenig Druck raus. Jetzt kenne ich manche, die fahren mit einem V02 mit 1,3 hinten raus. Da habe ich aber tatsächlich Angst, dass im ersten Stint der Druck nicht weit genug aufgebaut wird. Wenn jemand Erfahrung hat mit einem V02 und mit Drücken, wie man rausfährt, gerne in die Kommentare schreiben, wäre ich mega dankbar drüber, was ihr dazu sagt, mit welchen Drücken ihr rausfahrt. Das ist nochmal interessant. Fahre ich halt morgen mit zu wenig raus oder fahre ich die ersten drei Stints bis oder die ersten zwei und fahre erst im dritten schneller, bis dann der Druck passt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber
wir werden uns heute Abend auf jeden Fall Gedanken drüber machen. Ansonsten war es das von Tag 1 in Oschersleben. Bei bestem Wetter. Echt super geile Bedingungen. Wir checken jetzt noch ein paar Onboards und wir sehen uns im Video Oschersleben Tag 2. Lennart? Ciao. Ciao. Geil. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Gucken. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, alles in die Kommentare. Schenkt mir einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Er kommt auch mit rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.